doch als Christen doch eine Verantwortung für unsere Demokratie und unseren Staat haben. Und vielleicht können Sie uns was dazu sagen, wie wir effektiv, und wir als AGV versuchen das, unsere christlichen Werte in die Gesellschaft, insbesondere auch in die demokratische Debatte, in die Politik einbringen können. Nicht, okay. Sondern jeder von uns ist dadurch glücklich, dass er von anderen Menschen geliebt wird. Und das kann der Staat nicht verordnen. Also mit anderen Worten, diese ewig gültige Ansicht von Augustinus und diese Idee, die unserem Staatswesen in europäischer Tradition morgenländisch und abendländisch in der damaligen Sprache zugrunde liegt, der Staat versichert das Grundlegende und erhofft das darüber hinausgehende. Und das ist leitend für uns bis heute, dass der Staat die Grundrechte verbürgt, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber Liebe ist nicht einklagbar, die erhofft der Staat. Deswegen sagen wir, Ehe und Familie sind Keimzellen des Staates.